Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Kisten-Opening. Ich will eine M-Plus-Kiste aufmachen und PvP-Kiste müsste ich auch noch am Start haben. Wir waren letzte Woche extra eine 17er-Key, weil ich eigentlich dachte, ich brauche noch genug Titan-Residium, um mir eine Brust kaufen zu können. Und zwar diese hier und habe mir das ausgerechnet, dass ich die richtigen Trades hier für meinen Katzen-Spec habe. Ich habe nämlich jetzt Eisenbeißer und hier diese Instinkte dreimal auf meinem Gear drauf, also hier einmal und hier habe ich jetzt halt einmal das dritte Eisenbeißer. Gut, Instinkte haben wir jetzt keine drauf, aber hier Dschungelfuhrer ist auch ganz gut, also für mein PvP-Gear. Und dann habe ich aber entdeckt, ich habe ja noch ein paar 480er-Teile, die ich dissen kann, und jetzt bin ich umsonst ein 17er gelaufen und ja, habe mir das quasi letzte Woche schon kaufen können, weil ich meine anderen Sachen gedisst habe. Nichtsdestotrotz kann jetzt, wenn es gut läuft, hier ein Fernleitgerät auf 475 rauskommen. Und ja, dann hätten wir hoffentlich ein kleines Upgrade. Oder ein Item mit Mastery, Versa. Oder es ist ein Trinket drin, was ich absolut nicht brauchen kann. Na gut, es hat Versa drauf, ne? Aber Versa haben sie jetzt im PvP genervt. Ich müsste mal gucken, ob es irgendwo ein PvE-Content, vielleicht für einen Bären, aber wahrscheinlich auch nicht. Flat Stats und Versa. Vielleicht für einen Guardian irgendwo. Da könnte es vielleicht gut sein, aber sonst. Schade, was haben wir gekriegt? Ein 16er Werkstatt-Key haben wir bekommen. Bisschen Titanresidium, das ich jetzt nicht mehr wirklich brauche, tatsächlich, weil ich das Item ja gekauft habe. Schon. Okay, das muss ich mal durchsimmen. Vielleicht kann ich es doch irgendwo gebrauchen, einen Versa-Trinket zu haben. Schadet eigentlich nie. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch in die PvP-Kiste. Ich habe gestern, oder nicht gestern, letzte Woche wieder ein bisschen PvP gespielt. Ich habe sogar auf 1900, wie ihr hier seht, hochgespielt gehabt, aber dann haben wir so einen Heiler wieder mitgenommen, weil wir keinen anderen gefunden haben, der kein Gear hatte, und haben wieder ordentlich runtergespielt um 100 Punkte. Aber gut, immerhin noch über 1800, heißt, wir müssten ein 465er Item rauskriegen und vielleicht ist es irgendwas, was wir brauchen können. Noch ein Trinket, noch ein Versa Trinket. Ja, holla die Waldfee, jetzt werden wir mit Versa Trinkets zugeschissen, ne? Jetzt haben wir ein PvP und ein PvE Versa Trinket. Gut, das eine ist halt 10 Item-Level drunter. Zwei Use-Trinkets. 20 Sekunden, beides 20 Sekunden. 2 Minuten Cooldown, naja, gut. Also, I don't know, ob ich die irgendwo brauchen kann. Besonders gut war es jetzt nicht. Wir haben aber jetzt hier einige Echos rausbekommen. Und das ist eigentlich recht nützlich an der Stelle. Weil ich wahrscheinlich die Woche mir... Naja, ich muss mal noch recherchieren, ob Gushing gut ist für einen Feral. Vielleicht steige ich auf Gushing um, obwohl sie das genervt haben. Da haben wir vorhin schon mit Leuten im Stream diskutiert, ob sich das vielleicht lohnen könnte. Und da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Echos. Und ja, zumindest das hat es gebracht. Die Trinkets, die simme ich jetzt mal durch. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich sogar das eine oder andere brauchen. Also das wahrscheinlich, das Lowere wahrscheinlich nicht. Aber dann gibt es höchstwahrscheinlich ein bisschen Expulsum, und das ist ja auch was. Okay, das war es eigentlich mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.